Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Das hat sich nicht in 2020 geändert, Gott sei Dank. Da freue ich mich sehr. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Dirk hat gute Laune, das ist gut. Und wir schauen uns den Risikohinweis an. Ja, auch dieses Webinar dient dieses Jahr nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen oder Anlageberatung. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. So, dass da auch hier im Chat ganz oft geschrieben wurde, wünsche ich Ihnen natürlich trotzdem noch ein frohes neues Jahr, auch wenn wir schon so spät jetzt im Januar schon haben. Aber das soll natürlich dann trotzdem gesagt sein. Und wünsche natürlich auch alles Gute. Okay, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch wie immer viel Spaß. Ich musste nur gerade lachen, wo du gesagt hast, so ja, auch mit Dirk Hilger freue ich mich dann sehr. Dann dachte ich mir so, was willst du auch sonst sagen, ne? So, du hast ja nicht wirklich die Wahl. Du musst dich ja Doch. freuen, dass ich da bin. Also Doch, 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 zumindest, doch. Du zumindest stellst mal mich ja auf. jetzt hier komplett falsch dar, hör mal. Du weißt ganz genau, dass ich mich freue. Also, Nein, der Nelson ist ein ganz lieber und immer ehrlich. alles, Also. was mit Trading nichts zu tun hat, dem Dirk nicht glauben. Ja, dann natürlich auch hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite heute zum ersten NFP Live Trading Webinar in 2020. Bin mal gespannt, was es heute wird. Ich weiß natürlich nie so genau, also hier ist ja echt immer die Hölle los beim, ja, neue Frisur. Wurde gerade schon festgestellt. Ja, ich habe ja Was am Dienstag schon alles gesagt, auffällt. ich muss zum Friseur, das sah ja echt auch noch leicht verboten aus langsam. Und ich vergesse das halt immer. Ne? Also von daher, ja. Nee, was ich sagen wollte, ich weiß natürlich jetzt nie, weil hier ist echt immer, also das Webinar ist immer extrem gut besucht, was mich natürlich total freut. Das stimmt aber dann, ne? Nelson, so klingt das, wenn man das wirklich so meint. Ach, ja, ich höre zu und lerne. Nein, Spaß. Also, was mich natürlich sehr freut, dass halt hier immer so wahnsinnig viel los ist, ist natürlich klasse. Es ist aber auch, letzte Zeit da müssen wir uns, glaube ich, mal selber ein bisschen loben, auch echt immer schön gelaufen hier, alles mit den Märkten. Und ich bin mal gespannt, wie sich das 2020 jetzt halt entwickelt. Der Punkt ist immer nur der, dass wir bei den NFPs, also ich rechne heute eigentlich auch mit relativ großer Vola, genau wie die letzten Male auch. Und das Ding ist immer nur, die NFPs, so habe ich das in letzter Zeit ja öfters gemacht, beim letzten Mal ja schon genauso und heute auch wieder. Eigentlich werden die, oder macht es Sinn, sich am Vortag für die NFPs einzudecken. Das war auch gestern wieder der Fall. Und das heißt, in den NFPs selber ein Trade-off machen. Gerade wenn die Range, wie es heute halt ist, so eng ist, ist halt schon riskant, ne? Weil natürlich halt irgendwo die Slippage dann auch sehr groß werden kann. Der Spread ist halt hoch. Und da ist es super schwer, da reinzukommen. Deswegen kann ich halt wirklich da auch im Nachgang zu dem, was ich ja gestern auch in der Gruppe geschrieben habe, auch wirklich nochmal nur wirklich so jedem empfehlen, setzt euch einen Tag vorher mit den NFPs auseinander. Weil was wir da gesehen haben, das zeige ich jetzt auch gleich mal hier im Bild, im DAO. Das hatten wir tatsächlich, ich glaube, entweder beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal ganz genauso. So, ich mache mal kurz unten. Bewegt mich sogar in meinem Bild in Zeitlupe. Ja, da kommt GoToWebinar leider nicht so wirklich mit. Und zwar im DAO hatten wir das letzte Mal, wie gesagt, letztes oder vorletztes Mal ganz genauso. Da war irgendwie der Mittwoch oder der Dienstag irgendwie vor den NFPs. Da ging es nachts irgendwie mal brutalst nach unten. Und dann anschließend wieder vollständig halt hoch. Ne? Ich glaub, das war die Geschichte hier. Da muss dann einmal kräftig runter. Das sind wir eigentlich, glaube ich, hier oben irgendwo gestartet und also hier, da bin ich, ne? Da sind wir halt da oben an dem Tag, also nachts irgendwo gestartet, einmal komplett runter und dann halt wieder hoch und dann waren halt irgendwie NFPs. Und von da an ging es dann einfach immer nur weiter nach oben. Und wir haben hier die gleiche Geschichte im DAO jetzt auch nochmal gesehen am Mittwoch. Und er hat eigentlich gar nichts gemacht, außer hier schön auf dieser Zone
die ja natürlich nicht erst seit jetzt eingezeichnet ist, da wunderbar drauf aufgesetzt und hat einfach einen super schicken Dip da halt hingelegt. Und deswegen habe ich ja halt auch, und das wissen natürlich diejenigen, die halt ja auch in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe mit dabei sind, die wissen ja, ich bin kein nachträglich Erklärer, sondern ich mache das schon so, dass ich die Märkte dann ansage, bevor sie sich bewegen. Und deswegen habe ich halt auch am Mittwoch ganz klar gesagt, so, das sieht für mich doch strong long aus, die ganze Geschichte, ne? Weil der Dip war einfach perfekt, den er da hingelegt hat, weil klar, wenn man sich das mal anguckt, der schiebelt hier so, das sind Tageskerzen, ne? So langsam nach oben. Und das ist halt einfach so der Punkt, wo meines Erachtens wahrscheinlich viele Marktteilnehmer dann sagen, das ist völlig uninteressant, ne? So, und dann halt dann über Nacht, warum auch immer, dann irgendwelche Bewegungen kommen. Das heißt, die werden Positionen dann erstmal rausgekloppt. Ja, und dann es ging ja irgendwie ein paar hundert Punkte hier runter, irgendwie 400 Punkte oder nee, noch mehr waren es, glaube ich. Ne? Ich sehe es jetzt hier nicht mehr genau. Ich glaube, war noch deutlich mehr. Ging dann runter und die werden dann einfach wieder so zurückgekauft. Klar, ne? Weil hier ist natürlich dann auch viel interessanter. Und das ist, und wenn ich mir das dann halt angucke, nicht nur, weil ich jetzt hier so eine Zone habe, die eigentlich aus dem H1 kommt, sondern auch hier sieht man ja, ne? Widerstand, Widerstand. Dann hier nochmal Widerstand, dann irgendwann durchgelaufen ist, ist immer das Gleiche. Ja? Wenn so ein Ding durchläuft, es läuft nicht weiter, es wird einmal rückgetestet, klassische Paritätsumkehr und dann knallt das Ding nach oben weg. Und deswegen war das natürlich, wer da nachts zufälligerweise wach war, um, ich weiß nicht, wann das passiert ist, um 1 Uhr oder sowas halt. Und der war natürlich dann gut beraten, wenn er hier einfach mal gekauft hat. Ja? Und das geht dann zwar nicht so genau, aber das ist halt so sicher, in Anführungszeichen, dass da halt eigentlich in der Regel halt nichts verrutschen kann. Ne? Also natürlich kann es auch mal daneben gehen. Es wird auch irgendwann mal der Tag kommen, wo es auch mal kracht. Ja? Aber der Markt ist halt long. Und solange der long ist, ist er halt long. So. Und dann wird natürlich gekauft. Und dann sind sowas natürlich Gelegenheiten. Und deswegen habe ich am Mittwoch auch schon gesagt, so, da waren ja irgendwie auch, waren schon fast wieder auf Anfang am Mittwoch. Ich denke mal, sieht man im Stundenchart ja dann doch ein bisschen besser. Und mache ich den mal hier auf. So, hier war halt die Geschichte, ne? Einmal runtergekesselt und dann halt zack, wieder hoch. Und ist dann halt einfach nochmal komplett zurückgelaufen. Das war halt schon dieser Bereich, der war halt schon, morgens war das halt hier schon. Und das sieht man ja schon, ne? Das ging einmal ruckartig runter und dann halt nichts mehr, ne? Keine Verkäufer mehr in Sicht. Und das heißt, die ganze Bewegung war da eigentlich um 9 Uhr oder 10 Uhr schon zurückgekauft. Und da macht es gar keinen Sinn, drauf zu bauen, dass das nochmal runterfällt. Wieso auch, ne? Und zumal der Markt ja eben halt long ist, also strong long, feuerfrei nach oben. Und wir haben es ja im DAX, haben wir es ja gemacht in der Gruppe, beziehungsweise ich. Also ich denke, es waren noch einige andere dabei und haben da halt auch 160 Punkte long am Stück dann auch eingefangen. Hätten noch ein paar mehr sein können, aber das war, ich habe es. Betrachte es mal als Geschenk, ja, das war so einfach. Und dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, ey, komm, danke, ich nehme die Punkte hier mit. Ja, und dann ist gut. Im Nachhinein jetzt vielleicht dann doch ein Fehler, man hätte es auch weiterlaufen lassen können. Aber ich habe ja halt da auch gesagt, das kann durchaus nach oben eskalieren. Bei so einem Markt, das sollte man einfach drauf eingestellt sein und irgendwie dann auch nicht unbedingt dagegen halten. So, und das ganze Bild setzen wir jetzt hier halt fort, darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben heute Freitag, mal die NFPs mal außen vor. Ich habe natürlich die Zeit hier im Blick. Wir haben ja noch ein paar Minuten und ich bleibe jetzt auch erstmal beim Dow. Auf den DAX gehe ich dann nachher ein. Wenn man das nämlich einfach mal umschaltet, in Wochenkerzen, das hat man halt auch schon schön gesehen am Mittwoch, dann sieht die ganze Geschichte nämlich so aus. Ja, also, dass diese Wochenkerze nach unten wegdreht, heute noch. Also, ich meine, da muss man sich auch mal überlegen, wie muss das Bild aussehen, dass das noch sinnvoll short gehen kann, ja. Das heißt, die müsste wirklich komplett hier rumdrehen, von 29.000 an hier runter bis irgendwie unter 28.600. Ich meine, möglich ist natürlich alles, ne? Aber halt, wir sind im Longtrend, wir haben hier ein vernünftiges Dip gekauft, also gibt es auch erstmal keinen Grund anzunehmen, dass das nicht fortgesetzt werden sollte. Und deswegen habe ich halt auch gestern einen Trade passend dazu ja schon auch in der Gruppe beschrieben und gehandelt. Und der lag schon in der Spitze 318 Punkte, glaube ich, oder noch mehr, lag der halt schon vorne. Ging halt damit, weil ich halt natürlich diverse Pyramiden halt drin gehabt habe. Und das war für mich halt auch die Vorbereitung jetzt für die NFPs. Das heißt, hier ist dieser Trade, um das mal kurz zu zeigen, hier die 888 war das,
das erste Level aufgestockt bei 910, dann nochmal dazwischen aufgestockt, der ist jetzt hier nicht mehr drin und nachher nochmal bei 943 und dann halt hier oben in dem Bereich 960. Dort ist dann halt der überwiegende Teil an Pyramiden dann eben, oder beziehungsweise die eine ist dann raus und die andere ist heute Morgen oben bei der 29.020 etwa raus. Und so kommt es eben dann halt zu diesen 300 Punkten. Was man jetzt halt bei mir sieht, hier sind 224, die stimmen noch nicht mal. Es sind in der Tat wesentlich mehr, weil ich habe es halt ein bisschen anders gemacht als gepostet, weil ich habe schon ein bisschen früher angefangen unten. Also insgesamt liegt das Ding über 300 Punkte vorne. So, und das ist natürlich mein Riesenvorteil. Das heißt, das ist ja nur jetzt von einem Tag, ne? Und da ich ja davon ausgehe, jetzt erstmal, ja, solange der Markt mich hier nicht von irgendwas anderem überzeugt, dass die Geschichte nach oben auflöst, habe ich jetzt natürlich Luft ohne Ende, ne? Das heißt, ich kann mein Stop, der sitzt jetzt erstmal hier bei 28.800 irgendwas, also 200 Punkte tiefer. Dort werde ich den nicht liegen lassen, aber erstmal, nichtsdestotrotz ist der dort halt safe, ja. Und das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall die Luft, mir hier anzugucken in Ruhe, was da halt passiert, auch wenn da jetzt ein Dip kommen sollte, weil ich mir schon vorstellen kann, so dass der ein oder andere größere Marktteilnehmer so ein bisschen davon überfordert ist, halt mit der Marktsituation dann auch sagt, ey, ist ja alles gut und schön mit 29.000, aber ist zu teuer. So, und das ist halt eigentlich so das übliche Spiel, ne? Und deswegen kann es natürlich sein, dass wir jetzt erstmal runterdippen. Ich rechne auch ehrlich gesagt fast damit. Wir hatten ja vorhin auch noch einen DAX-Trade drin, den wollte ich eigentlich auch mitbringen zu den NFPs. Den haben wir heute Morgen aufgemacht. Und der ist halt 40 Punkte gelaufen. Ich habe den aber eben zugemacht, weil da ein bisschen zu wenig Motivation für meine Begriffe drin gewesen ist. So, und das heißt jetzt hier einfach, ich bin jetzt hier im 15-Minuten-Chart. Und hier auf der rechten Seite sieht man den Stundenchart. Ich hoffe, man kann das alles gut genug erkennen. Und das heißt, wir haben halt hier so diverse Clusterungen. Also jetzt hier im Stundenchart hier oben, ne? Clusterung heißt immer eine Anhäufung einfach von, in dem Fall von Stundenkerzen. Und das heißt, da ist natürlich dann auch gestern das ganze Volumen gedreht, vorgestern war das ganze Volumen gedreht worden. Gestern ist nicht so viel passiert, ne, aber infolgedessen ist halt, wenn der Markt sich jetzt irgendwo ein Level sucht, um dort halt abzuprallen, beziehungsweise wenn er erstmal runterkommt, dann ist das schon so der Bereich, der natürlich jetzt wahrscheinlich am interessantesten sein könnte. Deswegen erstmal hier Abstand mit dem Stop. Ich lasse dem Markt mal Luft. Wenn ich aber sehe, es kommen keine Käufer in den Markt, dann mache ich natürlich das Ding auch zu. So, und das heißt, mir geht es ja auch nicht darum, hier irgendwie zu sitzen jeden Monat und dann so zu tun, als hätte ich eine Glaskugel und ich muss auch nicht immer recht behalten. Meine Aufgabe besteht ja nur darin, mit dem Markt halt so umzugehen, dass man entsprechend dann halt auch was entsprechend rausschneiden kann, ne? Und ich denke, das gelingt ja auch in der Regel. Und ob das jetzt heute nochmal so sauber geht wie die letzten beiden Male bei den NFPs, das war ja wirklich exorbitant gut. Und ich glaube, die letzten beiden Male war es wirklich so long und dann irgendwie 1000 Punkte aufwärts und dann auf Nimmerwiedersehen. Ne? Also das heißt, wenn man da tatsächlich drin geblieben ist, liegt man jetzt dann halt irgendwie über 3000 Punkte vorne. Also ob das jetzt heute so funktioniert, keine Ahnung. Ne? Und die Möglichkeit besteht aber halt, auch so wie der sich da oben hält, aber wie gesagt, es kann schon sein, dass wir hier nochmal einen Dip kriegen. So, wir haben jetzt irgendwie 14.29 Uhr und gleich 30 Sekunden, das heißt, es ist nicht mehr lange bis dahin. Und ich mache mal hier kurz den Scheinwerfer aus. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann halt vonstatten geht. So, da kommt die Frage. Ich versuche natürlich hier mal parallel auch, und ich gucke mal kurz den DAX noch an. Der steht auch auf der Stelle einfach still. Ist soweit okay. So, 10 Sekunden. Ja. So, ich Und bin jetzt mal dann kurz schauen wir, ruhig. was passiert. Ja, das Orderbuch wird schön dünn, ne? Sieht man hier auch natürlich im Future viel schöner. Da kommt direkt die erste große Kauforder. Die Zahlen sind schlechter gekommen als erwartet. Ja. So, da lag ich ja mit der Abwärtsbewegung erstmal nicht so falsch. Das heißt aber jetzt erstmal nichts. Ja, und auch von der Interpretation sage ich halt auch immer so irgendwie das alles gut und schön,
mit den Zahlen, aber man darf einfach nicht drüber nachdenken, ne? Weil man ja nicht weiß, wie jetzt zum Beispiel halt ein Fonds oder halt irgendwie ein größerer Händler im Future, was die für Beweggründe haben und was die für Pläne haben, ne? Und wenn das dann können die genauso gut sagen, ja, wenn das einigermaßen reinpasst, dann egal, ne? Dann kaufen wir das Ding halt auf hohem Niveau und weil passt schon, weil, ne, zum Beispiel, wenn jetzt halt als Beispiel der Markt hochgeht und dann alle sagen, wieso, warum, kann ja nicht sein, ne? Und vielleicht haben die einfach hier unten in diesem Bereich schon komplett irgendwie alles eingedeckt und deswegen spielt es dann einfach keine Rolle mehr. Und hier oben kommt dann halt noch ein Rest dazu. Deswegen kann man das halt nie so daran halt wirklich festmachen, was dann halt tatsächlich dann jetzt die oder wie sich die Arbeitsmarktdaten jetzt im Kurzfristhandel halt auswirken. So, aber die bewegen generell ist sehr, sehr eng. Also das letzte Mal sind wir, glaube ich, irgendwie 70, 80 Punkte runtergeknallt in einer Sekunde und den nächsten wieder rauf. Und das hier ist natürlich jetzt schon sehr überschaubar. DAX sehe ich hier oben rein an den Zahlen, der bewegt sich hier quasi fast gar nicht. Und das sieht dann auch so aus, als würden die Levels, also hier die 962, das war gestern Abend halt so ein Widerstand, wo er ewig dran rumgemacht hat. Da ist er jetzt noch nicht mal hingekommen, das heißt aber nichts, ne? Da kann natürlich immer noch eins nachlegen. Aber es sieht fast schon so aus, als würden die Levels da auf hohem Niveau auch reichen, um den Markt weiter nach oben zu befördern, ne? Weil man sieht ja einfach, es ist halt direkt zurückgekauft worden hier unter der 29, direkt nochmal hoch. Also das heißt, da sitzt dann schon einer, der irgendwie dann halt auch auf dem Niveau entsprechend den Markt dann halt auch bereit ist zu kaufen. So, ob der jetzt größer ist als die anderen, die den halt verkaufen wollen, das werden wir natürlich sehen. Einfach daran, wenn wir hier oben rauslaufen sollten und hier über das Tageshoch entsprechend hochgehen sollten. So, aber wie gesagt, das habe ich ja vorher gesagt, ne? So zum Thema Trade live eröffnen in den NFPs. Manchmal gelingt das. Letztes Mal war es oder vorletztes Mal, ich weiß es nicht mehr, da war es dann halt schon so, ne? Da war halt zumindest mal. Der Entry war ganz knapp dann eben halt auch und ich habe dann gesagt, ey, das mit ganz kleinem Stop, das geht, das kann man schon machen mal an der Stelle. Aber es ist halt eben auch nicht immer eine gute Idee. Und es kann jetzt auch genauso gut sein, dass jetzt gar nichts mehr nachkommt, wir uns hier oben wieder am Point of Control dann halt einpendeln und dann waren das halt die NFPs für heute. Weil das ist jetzt halt wirklich von der Bewegung, ist ja mehr oder weniger nichts. Und hier jetzt gerade mal irgendwie 50 Punkte rauf und runter. Das ist halt wirklich so ein bisschen wenig. So, ich lasse den mal kurz außen vor. Und gibt ja hier nichts zu tun. Das heißt, den kann ich dann auch erstmal wieder hier mal gucken, wo die relevanten Tiefs halt sind. Den lasse ich jetzt erstmal da halt liegen. Und wenn sich da was Größeres bewegen sollte, dann kriegen wir das ja mit. Resa fragt hier, wie man denn rechtzeitig erkennt, dass der Markt abprallt. Ja, einfach letzten Endes also ich meine, es gibt mehrere Indizien, ne? Ich meine, eine schnelle Bewegung, wie wir es hier halt auch gehabt haben, das kann man sich ja halt vielleicht, wenn man das nachher in der Aufzeichnung sich angucken möchte, dann wird man halt hier sehen, da lag eine große Order, die habe ich auch vorhin kurz thematisiert. Und wenn man dann halt eben entsprechend zum Beispiel auch jetzt noch irgendwie in den Orderflow reinguckt und da reicht dann auch tatsächlich der hier im MetaTrader mit dabei ist, also wenn man halt ein Future hat, dann sieht man entsprechend, dass da halt eine relativ große Kontraktzahl eben auch nach oben abgewickelt wird und das Level, wo die abgewickelt wurde, dann auch nicht mehr unterboten wird. So, wenn man jetzt aber keinen Future hat und zum Beispiel nur mit den Kerzen, dann sieht man hier halt auch ganz deutlich nur ein langer Spike. Das war jetzt eine Affäre irgendwie von ein paar Sekunden hier an der Stelle, wo der halt heruntergelaufen ist, sofort wieder hoch, ne? Und dann auch nicht mehr erreicht und direkt drüber. So, das ist ja schon dann halt irgendwo, wenn das beibehalten wird, vorausgesetzt natürlich, ne? Aber das ist ja dann schon mal ein erstes Indiz dafür. Also da saß auf jeden Fall einer und der hat es hier wahrscheinlich auch irgendwie fortgesetzt. So, jetzt wie gesagt, das hier ist jetzt eine relativ kleine Range, ne? Und das geht natürlich auch ganz anders, aber letzten Endes ist es halt so. Und die Kerzen alleine helfen dann meines Erachtens wenig. Da muss man sich schon die Bewegung angucken. Und oft ist dann so, dann
schiebt der Markt so langsam da runter und dann kommt halt so ein Level und macht plapp, irgendwie der doppelten Geschwindigkeit geht es dann halt wieder hoch. Und dann weiß man halt, alles klar. Da war wohl halt irgendwie eine größere Order, die da gerade ausgeführt worden ist. Ne? Und also es geht definitiv ohne Order Flow, ganz genauso. Zumal man halt die Zahlen bei schnellen Bewegungen auch nicht unbedingt erfassen kann. Also die dann entsprechend in den Time and Sales ja dann drin stehen. So, wie gesagt, ich lasse den jetzt hier mal kurz außen vor. Der kraxelt hier so ein bisschen an der 29 rum, soll er machen. Aber das ist halt irgendwie, das sind keine Newskerzen, das ist einfach nur normales Geschrabbel. So, mehr ist es eigentlich leider nicht. Ich hätte gern ein bisschen mehr Bewegung gehabt. Aber gut. So, dann gehe ich mal kurz zum Kollegen DAX. Ne, den habe ich vorhin zugemacht. Ich gesagt habe, also ne, bis hier oben sind sie immer gelaufen. Und habe ich aber gesagt, der hat halt einfach nicht genug Bums und deswegen mache ich den mal zu, sonst hätte ich den mitgebracht in die NFPs. Aber es hat halt wenig Sinn gemacht. Aber generell DAX halt auch. Gehe ich jetzt erstmal hier kurz auf den Tageschart. Ja, da sieht man halt das Bild ja letzten Endes ganz genauso. Und da war halt auch, bei dem war es eigentlich noch fast klarer als beim Dow, dass der nach oben geht. Deswegen habe ich auch den DAX gehandelt am Mittwoch, beziehungsweise da bin ich ja halt spätestens seit Mittwoch auf Strong Long gebürstet. Warum? Ganz einfach. Was ist da passiert über Nacht? Hier sieht man es ja halt auch. Das heißt, wir sind hier entsprechend nachts runter, irgendwo von. Das Level weiß ich gar nicht mehr genau, 200 irgendwas war es vermutlich. Und dann halt irgendwie kurz bis vors Jahrestief. Ne? Ich meine, wir haben halt nun mal ein neues Jahr. So, und davor, aber eben nicht drunter. Und dann sofort auch wieder den ganzen Salat zurückgekauft, ja, bis über die Eröffnung hin. Und was heißt das? Das heißt ja ganz deutlich, da unten will keiner mehr verkaufen. So blöd es halt klingt, ja. Vor allem, also nur nicht mal irgendwie zu dem Preis, den wir unten hatten, da hat einfach keiner mehr mitgemacht. Und da hat halt einfach ein Algo, der natürlich ja auch von Menschen, der halt auch irgendwo gefüttert wird mit Informationen, was er zu tun hat, der war halt so gestrickt, dass auf keinen Fall irgendwo tiefer. Und wie gesagt, da ist das ganze Ding hier zurückgekauft worden. Und da macht es halt keinen Sinn, dann irgendwie drauf zu bauen, so jetzt gehen wir nochmal runter und dann machen wir das kaputt. Ergibt einfach keinen Sinn. Und deswegen halt hier halt auch Strong Long, die ganze Geschichte. Und wie man sieht, ja, das ist ja auch aufgegangen, beziehungsweise noch ein gutes Stück weitergelaufen. Wir sind irgendwo raus bei 300 erstmal. Aber da hat er jetzt ja noch mal ganz locker irgendwie noch 200 Punkte draufgepackt heute, also bis heute. Und natürlich auch so eine Kerze. Ich meine, guckt man sich das Ding muss man sich mal angucken. Wann sieht man mal so eine Kerze im DAX? Also da muss man ganz schön weit zurückscrollen, um das überhaupt zu finden. Und das ist ja halt schon irgendwo eine klare Ansage an die Bären, die da auch heißt, da haben wir gar keinen Bock drauf. Und das heißt, das war natürlich auch ordentlich Futter dann an der Stelle für den DAX, weil natürlich da halt auch viele dann halt irgendwo auf Short waren oder nach dem Motto, jetzt muss doch mal irgendwo ein Rücksetzer, jetzt muss doch mal, ja, und das treibt den Markt natürlich dann auch schön nach oben. Und genauso ist ja dann halt eben auch passiert. So, und auch hier. Und das gleiche halt im Wochenchart. Das auch nochmal. Nein, dich wollte ich nicht. Im Wochenchart. Und das da halt auch nochmal kurz zu zeigen. Ach, was immer. Ja, also diese Wochenkerze. Alter Schwede. Ne? Also da unten haben wir vielleicht mal nochmal so eine, die halt mal in die Richtung geht, aber auch noch nicht mal. Ne? Und. Das ist natürlich schon ein Knaller. Und wenn die so auflöst, da muss man sich, glaube ich, auch über die 600, ne, die ich jetzt heute auch schon ein paar Mal gelesen habe, klar, weil das ist ja halt das ATH im DAX, ne, glaube ich. Und ich habe das gar nicht so genau auf dem Schirm. Da muss man sich da eigentlich nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber machen. Das ist eigentlich eher die Frage, bis wohin setzt er nochmal zurück, wenn er denn zurücksetzt, bevor er das halt macht. So, nichtsdestotrotz muss man dann da oben aufpassen. Und was ATH? 559, kann ja nicht sein. Bin ja hier bei 600. Das ist dann vielleicht im Kassamarkt mag das gewesen sein, ja. Aber nicht im Future. Beziehungsweise im X-DAX. Und deswegen halt, ne, das ist halt nicht die Frage so, macht er das?
sondern ab wo macht er das? Ne? Und er kann es natürlich hier auch stressfrei nach oben durchdrücken, die ganze Nummer. So, und wenn er es nicht macht, dann sucht man sich halt ein Rücklauflevel, aber halt hier jetzt drauf zu bauen, dass diese Wochenkerze umdreht, das ist halt extrem unwahrscheinlich. Ne? Ich meine, möglich ist immer alles, ja, aber es ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn es dann halt passiert, ja, und dann kann man nachher sagen, ah, der Hilger hat ja keine Ahnung. Das würde ich jetzt so nicht sagen, sondern dann ist es halt einfach, der extrem unwahrscheinlichste Fall ist dann halt eingetreten. Nicht mehr, nicht weniger. Letzten Endes ist ja auch das, was wir hier machen. Wir handeln in Wahrscheinlichkeiten. Nichts sonst. Ne? Nicht Glück und irgendwie so halt, ja, ich gehe mal all in und der macht bestimmt das und das. Warum, weiß ich auch nicht, aber vielleicht macht das ja. Ja, und wenn er es dann macht, dann habe ich halt Glück gehabt, ja, aber damit kann ich halt nichts anfangen. Das ist dann zwar für das eine Mal ganz, ganz nett, aber mehr eben auch nicht. Und hier ist es halt nichts anderes. Ne? Also, wie gesagt, dass diese Wochenkerze umgedreht wird heute, ne, weil dazu, das bräuchten wir im Endeffekt, oder zumindest mal halt irgendwie zur Hälfte zurück und dann nächste Woche dann halt irgendwie runter. Furchtbar unwahrscheinlich. Ne? Und darauf wette ich natürlich, dass das halt nicht passiert und bin da halt auch unverändert im Long-Modus, also sofern ich halt den DAX heute nochmal überhaupt anpacke. Das muss man halt mal sehen. Generell, ich den mal hier auch im Stundenchart mal zeige, klebt er natürlich hier oben einfach so ein bisschen blöd fest jetzt halt. Ne? Das war halt hier jetzt das Tageshoch an der Stelle. Damals hat er irgendwie Doppeltop gemacht, beziehungsweise kein neues Hoch bei 548. Und wie ich ja gerade lese, ist das ja vermutlich, ja genau, das Kassa ATH, also das Allzeithoch im Kassamarkt, ist die 13559. Ja, das heißt also knapp drüber. Und infolgedessen ist das schon noch legitim, dass das jetzt so halt da oben erstmal reagiert. Darf er halt auch. Ne? Und was man hier auch sieht, ist ja halt einfach, es geht ja nicht wirklich vorwärts. Ne? Also das heißt, auch hier so die Motivation hält sich so ein bisschen in Grenzen. Der Markt ist zwar long, aber wenn man sich das halt als Beispiel halt mal ein bisschen anders anguckt, ja, dann sieht man halt hier, das war halt möglicherweise noch halbwegs gerade. Hier wird es schon flacher, da wird es noch flacher. Ja, also da kann der auch ruhig mal kurz so diesen da machen und dann halt sowas. Ne? Und da muss man dann halt wie immer nur rausfinden, so wo ist der Punkt, der dann halt als nächstes wieder interessant ist. Und da bin ich halt zum Beispiel immer auf der Suche nach Clusterungen, das heißt also nach Anhäufungen und jetzt nicht irgendwie jetzt eine reine Fibo oder ein Pivot. Die kann man sich mal einblenden, das kann ich ja mal kurz machen, damit wir mal sehen, wo wir da stehen. Also hier ist der Vortag, so die Woche, da wäre hier die 406 als Beispiel, das wäre halt eine kleine Korrektur, also eine 23,6er Korrektur in der Woche. Das schon eher. Man sollte mal, also auch hier nicht unbedingt raten, sondern dann halt, ich guck mal, was wir da noch haben, die Pivotpunkte. Das sollte halt schon zusammenpassen. Das heißt, ich brauche ein paar Argumente mehr einfach. Und ich glaube, der Orkan macht das zum Beispiel immer so, der sagt immer, ich 5 Argumente, vorher kein Trade. Und erscheint mir viel, aber macht natürlich auch schon Sinn, ne? Und weil klar, wenn ich natürlich mehrere Punkte habe, wo normalerweise etwas passiert, dann ist auch die Chance höher, dass entsprechend die Marktbeteiligung an so einem Punkt dann halt auch höher ist. So, aber hier finde ich halt in dem oberen Bereich tatsächlich leider gerade nichts. Also hier haben wir halt ein Pivot. Ja, okay. So, und das sind schon auch, mal gucken, das sind natürlich die Tiefs von gestern. Also ich stelle hier jetzt mal gerade so meine Überlegungen, die ich mir halt eben abends, bevor ich halt meinen Blog, meinen Ausblick halt schreibe, anstelle, die mache ich jetzt, denke ich jetzt hier einfach mal laut. Also wir haben halt hier ein Pivot, das waren die ganzen Supports von gestern, ne? Sieht man ja hier in dem Bereich. Ich hoffe, das ist groß genug. Ne? Da ist er ja halt immer, ich mach's mal noch größer. Ne? Hier sieht man ja gekauft und dann immer wieder halt zurückgekauft, drauf gestützt und dann halt hoch. Ne? Und da haben wir jetzt tatsächlich halt ein Pivot. Also das wäre halt, wenn es auf dem oberen Level jetzt bleibt und nicht hier ein bisschen schweinisch mit einem Dip abläuft. So, wenn ich gucke, gerade mal was anderes. So, den habe ich gerade gesehen. So, hier haben wir jetzt das erste Level, die 6,2. Ne? Ich würde jetzt mal hier Folgendes machen. Ich gebe mal eine Position jetzt hier mal kurz nebenbei dazu. Also ich habe halt
Und, also das war eigentlich nur eine halbe. Ich habe sowieso nur noch eine von vier drin. Von daher ist das jetzt erstmal soweit stressfrei. Aber es ist das erste Level jetzt von gestern. Die mache ich jetzt mal und gucke ich mal, ob die funktioniert. Und wenn nicht, skaliere ich mir den auch bis unten hin nochmal weiter. So, das heißt, wir haben halt hier, also das wäre halt das erste Level, was halt interessant sein könnte. Das wäre unter den Tiefs von heute. Das ist auch soweit okay, das kann er ruhig machen, ne, weil heute ist ja eh, es ist ja quasi nichts passiert. Wir laufen ja hier mehr oder weniger in gestern rum und infolgedessen wäre das nicht schlimm, wenn er da jetzt halt mal kurz drunter geht und in Paarung mit dem Pivot plus eben halt das Level von gestern wäre das halt hier tatsächlich dann die erste Möglichkeit, die funktionieren könnte. Ne. Wird wahrscheinlich, ich mir die Vola so angucke, dann eher zusammenfallen nachher mit dem US-Kassamarkt, weil die finden es ja auch immer ganz klasse, wenn der Markt hochsteht, erstmal drauf zu drücken, was ja auch Sinn macht, und danach halt wieder nachzukaufen. Und das sind halt diese klassischen Dips, die wir halt immer haben im Kassamarkt. Okay, so, ne, also das, mehr kann ich zu dem jetzt heute für Intraday gar nicht mal sagen, weil wenn der natürlich jetzt irgendwie ein Cluster sucht, was halt tiefer liegt, dann muss man schon deutlich tiefer gehen und das halte ich halt irgendwo, weiß ich nicht. Da sind wir hier tatsächlich in dem Bereich 268 schon wieder, ne, weil wir halt hier so das letzte Hoch hatten, finde ich bisschen arg. Also wenn er das halt wirklich nach oben auflösen will, wäre das halt schon nicht mehr schön. Ne? Dann wäre man da eigentlich schon wieder im Short-Trend vermutlich halt auch unterwegs im DAX und da muss man dann halt aufpassen. So, aber jetzt, wenn man halt sieht, hier zum Beispiel Dow, ja, wenn man da jetzt als Beispiel mit drauf gedrückt hat, das ist halt hier nicht, weil ich da eine grüne Linie habe. Ich habe die grüne Linie deswegen drin, weil das gestern halt hier der Widerstand war. Und dann hat man jetzt hier irgendwie gerade auch 14, 15 Punkte schon mal sauber eingetütet. Ne? Aber ich lasse die jetzt mal drin. Bisschen kritisch ist möglicherweise jetzt hier der Spike, den wir vorhin hatten, weil das Prinzip der Umkehr funktioniert natürlich in jeder Zeiteinheit und natürlich im Minutenchart genauso. Ne? Deswegen klebt er jetzt halt dran fest. So, ist erstmal okay. Aber wie gesagt, wenn man das als Beispiel als Scalp gemacht hat, 962, kann man hier raus mit 10, 12 Punkten. So, aber vom Prinzip her, ich denke, das sieht man ja halt auch. Ne? Und was ich halt vorhin meinte. Ne? Das heißt, hier auf hohem Niveau, das passt ja. Ne? Also erstmal, das heißt, wir haben hier schon Käufer, die sind bereit, auf dem Niveau hier zu kaufen. So, ob das dann reicht, weiß kein Mensch erstmal. Ne? Ich weiß das auch nicht. Und ich kann auch immer nur jedem raten, so zu handeln, irgendwie nicht irgendwie die Glaskugel, sondern rausfinden, wo macht es Sinn, für den Markt zuzuschlagen, egal wie groß oder wie klein. Das halt handeln, Exit festlegen. Und fertig. So. Und wenn man das halt so macht, jetzt sind es mittlerweile schon 20 Punkte hier, wo die Position im Plus ist, dann kann man eigentlich so wahnsinnig viel gar nicht verkehrt machen. Ich spekuliere jetzt natürlich hier drauf, ist auch so ein böses Wort, spekulieren, aber dass wir die Stundenkerze entsprechend nochmal hier oben, also die kann ich auch noch kurz erklären, über der 008 halt nochmal schließen. Das sind noch 10 Minuten. Das ist für den Dow eigentlich kein Problem, wenn er Lust drauf hat. Und die neuen 008, die ist deswegen so dezent und klein halt auch hier eingezeichnet. Es war einfach nur eine Projektion von dem letzten Anstieg, ne? Also die 138er Fibo. So, und hier oben auch, was da halt noch kommt, sind alles nur Projektionen. So, und da wird mal jetzt sehen, geht er die jetzt halt durch oder halt nicht. Und deswegen sind die auch gestrichelt eingezeichnet. Es sind keine Levels, die jetzt irgendwo ein Algo nach meiner Logik schon ausgespuckt hat. Und die dann auch unbedingt da halt was ausrichten müssen. Das sind eigentlich dann erstmal nur so Zielbereiche, wobei ich mit dem Wort Ziel immer auch vorsichtig bin. Ne, von mir aus kann der halt zum Mond laufen, auch hier. Da gibt es nicht wirklich ein Ziel. Das ist genau wie mit der 862. Das war auch mal eine Projektion, so ist die da reingekommen. Die hat es ja nachher auch bestätigt. Hier auch nochmal vorgestern wurde gekauft, gestern entsprechend Support. Juchhe und weiter geht's. Ne? Das heißt, der Markt ist da nicht fertig. Sondern es ist eben nur eine Zwischenstation. Und so ist es mit diesen Projektionen halt ganz genauso.
Und wie gesagt, ich würde jetzt halt, ich gucke jetzt mal, ob der das halt hier schafft, im Stundenchart da oben drüber nochmal zu schließen, über der 908. Und wenn er das macht, also innerhalb der nächsten 10 Minuten, dann gehe ich auch davon aus, dass wir nach oben weiterlaufen. So, das ist alles. Man kann aber, wie gesagt, wenn man halt sowas scalpt, ne, einfach das Level an sich handeln. So, und da wäre jetzt halt ein Exit, wäre jetzt zum Beispiel, also das hier wäre eigentlich schon fast einer gewesen für einen Skype. Ansonsten haben wir hier oben jetzt den nächsten Support, bevor es dann halt runter ging. Aber rein markttechnisch ist das Level hier oben. Und damit wären wir dann auch über der 9008. Und die ich ja hier versuche auch zu erwischen. So, aber um hier halt auch vielleicht, falls jemand auf die Idee kommen sollte, nachzuhandeln, darauf gehe ich gleich noch ein. Hier ist auch die VA, ne, die Value Area, das Value Area Low. Da kann man auch hier sagen, nach 93 Punkten, herzlichen Dank, 30 Punkte plus. So, hier live und in Farbe im NFP Live Trading Webinar. So. Ja, weil ich ja nicht weiß, läuft jetzt oben drüber, testen wir das nochmal. Das waren jetzt halt relativ sichere 30 Punkte. Und die VA natürlich ist halt ja dann auch ein guter Grund, hier erstmal auszusteigen. VA, für die, die das nicht kennen, das ist die Value Area. Und in dem Bereich wurde heute 70% des Volumens gehandelt. So, und das sagt jetzt natürlich im reinen Future-Markt noch nicht so viel aus. Da muss natürlich nachher die Kasse noch dazu. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt hier sozusagen billigst möglichst, wenn man das so vielleicht interpretieren möchte. Ne? Also hier Unterseite 70%, Oberseite 70% und in der Mitte das Orange, das ist der Point of Control. Das heißt, dort hat sich heute das meiste abgespielt, dort ist das größte Volumen, hier sind die meisten Kontrakte heute gedreht worden. Das heißt, wenn der Markt jetzt dünn ist, so wie hier, das wäre dann halt auch nochmal ein guter Grund, hier an die 200, Quatsch, an die 0014 zu laufen. Ne? Die Linie ist nicht schön, wenn ich nochmal anreden. So, sieht man es ein bisschen besser. Machen wir die ein bisschen dicker. Und so, ne, weil es ja halt entsprechend hier das relevante Hoch hier in dieser Welle und gleichzeitig eben auch der Point of Control. Das heißt, wenn hier das Volumen halt dünn wird, ja, und ist halt natürlich die nächste Anlaufstelle, ist dann halt einfach der Point of Control, weil dort halt das meiste gedreht worden ist. Auch das würde wieder zusammenpassen. Ne? Also hier dazu, dass er halt dieses Hoch nochmal früher oder später wahrscheinlich angeht. Und aber wie gesagt, hier unten bis zu dem Bereich, das ist jetzt erstmal, das ist soweit okay. Und alles Weitere weiß ich nicht. Hängt für mich jetzt, für meine Begriffe davon ab, ob er jetzt halt überhaupt die Stunde da oben schließen will oder ob wir nicht noch eins von den anderen Levels da auch nochmal ausprobieren. So, also, wer hat sich getraut, die 30 Punkte mitzuhandeln? Frage ich mal ganz direkt in die Runde, weil da komme ich halt auch mal auf das Stichwort Nachhandeln. Aha, da kommt ja der ein oder andere. Schön. Also, der Nelson hat es ja am Anfang gesagt, das ist alles keine Handels Empfehlung, ganz klar. Aber wenn man natürlich irgendwo sagt, ja, macht für mich halt auch Sinn. Und mit der Erklärung, die ich dann halt vielleicht noch dazu liefere, und dann mache ich das mal. Spricht ja auch nichts dagegen. Ne? So. Nur halt hier hätte man jetzt natürlich, das habe ich jetzt nicht gemacht, wenn man das als Einzelposition gehandelt hat, dann muss man natürlich dann halt auch irgendwo einen Stop halt setzen. Und der ist ja bei mir natürlich in der Gesamtposition versteckt, deswegen war das für mich jetzt natürlich wesentlich einfacher, den Trade hier einzugehen. Und ich hätte natürlich halt auch noch die 906 auch noch mitgemacht, ne, wenn er jetzt halt durchgegangen wäre. Aber hier sieht man, ist ja wirklich super sauber abgeprallt. Und von daher halt auch mit meiner Vermutung, dass sich auf hohem Niveau dann entsprechend auch schon stützt, hat sich das ja gerade auch ganz gut gedeckt. Ne. Okay. Was wollte ich sagen? Ich guck mal kurz den DAX nochmal an. Ja, das passiert irgendwie auch nicht so wahnsinnig. Hat hier kein neues Hoch gemacht. Also, wie gesagt, ich traue dem Bruder hier noch nicht wirklich. Ne? Das ist irgendwie, die Range ist zu klein, um jetzt irgendwie, ich kann mich täuschen, aber
Ich fände es schon besser, wenn ihr nachher halt mal noch irgendwann zur US-Markteröffnung noch einmal kurz runterkommt und dann mindestens mal hier wirklich die 470 noch mal irgendwo macht. Und das heißt, dann sind hier auch ein paar Stops raus. Wir haben einmal die Kassakerze auf Rot gedreht. Das heißt, wir locken natürlich dann auch ein paar Bären in den Markt und können hier ein paar Stops fischen. Und das wäre halt, glaube ich, schon interessanter, der Bereich, dass wir den halt irgendwo noch mal sehen. Das ist aber jetzt natürlich eine reine Vermutung, ne? Ich sage nur, wenn der Bereich halt kommt und wir dort entsprechend dann halt auch ein bisschen, wie heißt es, ein bisschen Gegenreaktion halt kriegen. Ne? Also das hier so sollte natürlich jetzt nicht unbedingt da noch großartig drunter, aber das macht, glaube ich, schon irgendwie mehr Sinn. Und da muss man dann einfach gucken, wenn jetzt zum Beispiel, wenn er da runterfallen sollte nachher, braucht man natürlich dann hier exakt das, ne, dass wir einmal so unten durchstechen, dann so flopp, wieder zurück. Und das sollte mindestens da sein, um halt eben zumindest mal einen Anhaltspunkt zu haben, um entsprechend hier mitzugehen. Ne? So, ich kriege halt hier die Info, jetzt gucke ich auch mal selber. Da läge der Vivop von gestern. Ja, genau. Ne? Hat der Ralf mir gerade zugespielt. Vipok ist das Add-on vom Orkan. Kujas übrigens. Und das halt die Value Area halt nochmal deutlich genauer abbildet und eben halt auch vor allen Dingen hier den Vivop drin hat und demnächst aber auch noch ein paar Erweiterungen, die zur Strategie vom Orkan passen. Was wir hier aber halt auch haben, sieht man, ne? Wir haben ja den Point of Control von gestern, der ist halt hier, das heißt, dort ist gestern das meiste Volumen gedreht worden. Heute haben wir sowieso geringeres Volumen als gestern bis jetzt, ne? Das heißt, auch das wäre dann jetzt schon das dritte Argument. Also einmal halt hier wäre das eine Clusterung, hier die letzten Supports, die wir im Stundenchart ja gesehen haben. Wir haben hier den Point of Control von gestern, wir haben hier den VWAP von gestern und noch den Pivotpunkt. Hatte ich den jetzt zweimal aufgeführt? Ne, ich glaube nicht. Wenn nicht. Und wir wären hier einmal kurz im Stockfishing von heute unterwegs, halt einmal halt wirklich günstig. Da hätten wir eigentlich unsere vier, fünf Argumente schon zusammen, um hier unten dann entsprechend auch Long zuzuschlagen. Wie gesagt, es kann aber trotzdem natürlich auch sein, dass jetzt irgendeiner hier auf den falschen Knopf drückt und das Ding nach oben wegrennt. Dann ist es halt so. Ne? Aber generell, wenn das runtergeht, ist das kein Shortsignal. Muss man natürlich trotzdem im Auge behalten, darf natürlich nicht hier einfach unten durchplumpsen. Und so nach dem Motto, ah, der will zum EMA 200 im M15. Nein, ich fürchte, der wird dem nämlich so ziemlich egal sein dann. Und auch wenn wir hier auch nochmal ein kleines Cluster haben, aber das wäre dann eher schon der Moment, wo ich halt sagen würde, dann mal lieber vorsichtig sein. So, was macht der DAU? Ja, zackert auf der Stelle rum. Also hier oben das noch nicht gemacht. Die Stundenkerze sieht bis jetzt auch nicht unbedingt so aus, als würde sie da oben noch irgendwie fertig werden. Dann gibt es vielleicht nochmal irgendwo einen zweiten Anlauf. Und was man hier halt auch schön sieht, gut, wir haben jetzt natürlich hier die 29.000, klar, aber eben halt auch die VA. Ne? Und das heißt, der Exit hier, der war schon erstmal dann auch gut so. Das ist, was ich auch vorhin meinte. Ne? Ich weiß ja nicht, ob der jetzt wirklich dann da oben hinläuft. Ich kann aber sagen, so, das ist so ein Punkt, der ist jetzt schon plausibel. Ja, und da geht man da halt, wenn man es als Einzelposition macht, dann auch einfach mal raus. Und bedankt sich für 30 Punkte und dann ist gut. Übrigens Okay. noch eine kleine Ja. Ergänzung Ja. zum DAX bzw. zum Future. Hier schon mal vorab eine kleine Information, bevor die Nachricht nachher rausgeht. Ab Montag ist der FDAX bei uns auch ab Viertel nach eins entsprechend handelbar bzw. steht zur Verfügung. Das wurde ja mehrmals gewünscht und das möchten wir natürlich jetzt auch erfüllen. Finde ich gut. Das finde ich Hoffe ich gut. doch. Ja, natürlich, klar. Ich meine, dann hat man halt zumindest mal das ganze Volumen, ne? Und nicht eben nur dann ab 8 Uhr. Und ich hätte ja vorhin auch mal hier drauf gucken können, ne? Was da unten halt noch los ist. Hätte ich natürlich auch gesehen. Also ich bin ja hier im DAU. Ich meinte natürlich hier im DAX. So, dann hätte ich auch mal irgendwie vorhin auch schon feststellen können, dass wir hier den Point of Control haben. Aber gut. Okay, das heißt, die ganzen Geschichten hier kann man dann halt auch mit dem Mapping dann auch abbilden, mit dem Stereo-Trader. Das heißt, ich packe mir das Volumen aus dem Future über den CFD drüber, handle den CFD, aber sehe hier im Volumen und so weiter den
den Future. Ja, das macht natürlich dann auch schon Sinn. Und da habe ich nicht Tick-Daten, sondern halt wirklich Future-Daten, womit ich ja dann auch deutlich mehr anfangen kann. So, aber hier jetzt im DAX aktuell finde ich keinen Handlungsbedarf. Ne? Also man sieht zwar, okay, oh, da unten will keiner verkaufen, ist alles gut und schön, ne? Aber so hier oben will aber auch keiner kaufen. Und deswegen muss da eigentlich so eine kleine Schweinerei her. Normalerweise, damit es halt entsprechend auch nochmal ein bisschen deutlicher nach oben auflöst. So, kann aber auch trotzdem nochmal, ich kann es nur wiederholen, ich kann mich irren. Und wir haben heute Freitag, das heißt, das Volumen geht sowieso in den Keller. Und wenn natürlich jetzt hier nichts mehr passiert in dem Markt, ne, dann kann es natürlich auch sein, dass einfach der eine oder andere dann halt sagt, hey komm, wir stellen die Hedge-Positionen glatt. Das heißt, lösen die Futures auf und dann schiebt das natürlich den Markt auch nach oben raus, ne, ohne dass dann halt irgendwie viel los ist. Das Freitag ist ja auch ganz oft der Fall. Freitag ist ja meistens ein Long-Tag. Und von daher sollte man darauf eigentlich immer eingestellt sein. US-Öffnung. Was? Also die Einstellung für die Value Area im Future, wie habe ich die denn? Das weiß ich gar nicht. Moment. Ich mal gucken, was ich hier da drin habe. 0 bis 23. Doch, also wenn die anders sind, mit dem Future sollten die aber schon genauso aussehen. Also nicht mit Tick-Daten. Ne? Das heißt, also wenn ich nur CFD habe und mache dann halt hier die Value Area halt an, dann kann die auch schon mal anders aussehen. Ne? Das ist halt klar. Aber ich habe ja halt hier den Future dahinter. So, die US-Eröffnung. So, zum Thema Nachhandeln. Also, ne, ich habe es ja vorhin angedeutet, bleibt mal noch kurz da. Also, ich richte mich nachher mal noch ganz gezielt an diejenigen, die auch gerne mal nachhandeln. Aber ich bleibe jetzt erstmal kurz beim Markt, weil es ja wahrscheinlich doch interessanter ist für die meisten Teilnehmer hier. So, also jetzt mit der US-Eröffnung. Ich habe es in letzter Zeit ja auch immer so gemacht, dass ich halt versucht habe, so ein bisschen auszuloten, was könnte der Kassamarkt halt vorhaben. Da wir jetzt natürlich hier so ein bisschen schräges Bild haben im Dow hier 15 Minuten, ne? Also vor allen Dingen dem Ding hier nach oben. Also ich sag ja, ne, dass oder was im Kassamarkt ja echt oft passiert ist, die klopfen halt das Ding runter auf irgendein Level, wo es halt interessant war, wo halt irgendwie dann zuletzt scheinbar jemand auf der Strecke geblieben ist und ziehen es dann halt wieder nach oben. Und das ist hier so ein bisschen schwer, finde ich, genau rauszufinden. Also weil wir halt ja einfach wirklich gerade nur nach oben laufen, ohne nennenswerte Widerstände. Mal abgesehen hier von der 862, die wir da halt hatten, fällt mir aber tatsächlich leider auch das hier noch auf. In dem Bereich, die 700. Ja, es geht eigentlich schon, ne? Die 750, also da haben wir halt eigentlich schon so einen Effekt gehabt. Das heißt, wir sind hier oben an den alten Widerstand, haben dann genau darauf aufgesetzt und sind weiter. Das heißt, eigentlich erledigt. So, aber trotzdem, wenn da nochmal was kommen sollte, darf man die mal im Auge behalten. So, jetzt aber mal, in heute zu bleiben. Das nächste haben wir dann hier gehabt. Widerstand hoch, aber eigentlich auch bestätigt, ne? Deswegen sage ich ja, das ist irgendwie, ich finde es heute leider nicht so einfach, da jetzt halt irgendwie ein plausibles Dip-Level für den Kassamarkt zu finden nachher, weil das ist durch, die 906 ist durch, die 962, vielleicht geht es da auch nur noch mal kurz drunter und rennt dann hoch. Das ist nicht erledigt. So, Moment mal. So, da hätten wir doch vielleicht einen Kandidaten hier tatsächlich. Also hier ist. Ja, das gehört aber eigentlich hier zusammen. Also ich finde hier leider tatsächlich irgendwie nicht wirklich was hier unten, was da noch irgendwie rechtfertigen könnte, warum der halt dann oder wo es dann halt plötzlich interessant wird, nochmal hochzuziehen. Das heißt, da ist dann eigentlich eher kritisch, wenn er nochmal unter die 900 oder unter die 862 da halt irgendwo fällt, dann könnte es auch erstmal drehen und wir ein paar Tage auf der Stelle
halt schieben. Das heißt, besser wäre für den DAU eigentlich, wenn er sich in dem oberen Bereich hier begnügt, ja, also über der 900 möglichst und dann halt nach oben abhaut. Ansonsten könnten wir hier in seitwärts stranden. Ja, sorry. Also da kommt irgendwie nichts Brauchbares gerade mehr von mir in dem Punkt. Und aber was soll ich tun? Ich kann es ja nicht irgendwie da jetzt irgendwas orakeln, wenn ich da halt nichts sehe, was da halt irgendwie Sinn machen könnte. Deswegen, ich würde hier eher im Auge behalten, egal was der Kassamarkt jetzt irgendwie zu Anfang macht. Für mich wäre halt wirklich aus meiner Sicht, mal hier nochmal auf den Stundenchart kurz zu gehen, na, dass wir halt da oben drüber nochmal schließen. Das heißt, diese Kerze, die wir jetzt halt hier haben, die Stundenkerze, dass wir die halt nochmal rausnehmen, darüber schließen und wenn das halt als Beispiel gelingt, das kann natürlich auch erstmal ein Spike werden, dann wieder runter. Aber wenn wir dann halt oben in dem Bereich irgendwo 900, über der 29.010, sage ich jetzt mal, halt darüber schließen und dann glaube ich, kann man sich da auch long versuchen und einfach mal gucken, ob nicht auch noch die nächsten Ziele da oben erreicht werden. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung, ist halt nur eine Idee, wie ich da wahrscheinlich rangehen würde. So, also hat noch jemand Fragen zum Markt? Gold hatte ich jetzt heute nicht auf dem Schirm. Muss ich gestehen, war ja auch mal Bestandteil von den NFPs. Aber habe ich tatsächlich nicht wirklich vorbereitet. Gerade mal gucken, was es überhaupt gemacht hat. Nicht so wahnsinnig viel, ne? Minimal hin und her gewackelt, aber generell. Ja, ist es natürlich da oben schon deutlich auch abverkauft worden, irgendwie über der 1611. Und das habe ich natürlich auch gesehen, aber halt, was soll man mit so einer Bewegung jetzt halt irgendwo anfangen, ne? Also da tue ich mich so ein bisschen schwer. Gold habe ich ja eigentlich immer gerne gemacht zu den NFPs und oft hat es ja auch gepasst, dann halt für ein paar Wochen. Aber würde ich jetzt hier heute tatsächlich gerne mal erstmal außen vor lassen. Also generell kann Gold, oder was mir fehlt, ich mache es mal ganz kurz, was mir fehlt im Gold ist wirklich so ein vernünftiges Rücklauflevel. Also das ist zwar alles gut und schön hier, ne, mit dem Anstieg, aber hier so, dem Bereich, hier der alte Widerstand, so die 1347, die habe ich auch schon ganz oft in NFP-Webinars auch schon angesprochen. Das wäre halt mal schick, wenn es da halt mal hinlaufen würde. Und dort nochmal halt irgendwo, das wäre für mich ein interessantes Kauflevel. Hier oben finde ich super schwer reinzukommen. Ich hatte da zwar tatsächlich auch, nutze jetzt natürlich keinem was, aber hier dieses Level exakt wirklich erwischt. Habe nur gedacht, oh, bei der Wochenkerze, die ich hier habe, das eine gute Idee ist. Habe hier einfach ein paar Mal Long, ein paar Trades davon habe ich auch gepostet. Aber dass das jetzt da oben rausrennt, hätte ich noch nicht mal gedacht. Also. Weiß nicht. Also ich finde diesen Bereich zum Kaufen irgendwie nicht wirklich interessant. Und da wäre mir irgendwie eine Nummer tiefer schon deutlich sympathischer. Nochmal ganz kurz die 962. Wie ich darauf komme, wird hier gerade gefragt. Völlig, also ich meine jetzt im Detail jetzt nicht, ne, aber so im Wesentlichen. Im Stundenchart sieht man es nicht, dort habe ich es jetzt nur eingezeichnet, aber generell hier sieht man es im Minutenchart am allerdeutlichsten. Also mal abgesehen davon, dass ich gestern Abend schon gesagt habe, die 962 wird kritisch und ab da ging es ja dann auch irgendwie nochmal 40 Punkte runter. Kann man gucken, wo wir hier sind. So. Und so, dass man auch was erkennt. Ne, so hier die 962. So, das waren halt einfach hier oben auch, ne, im ganz kleinen Timeframe waren das halt die im gestrigen Tagesverlauf, die letzten Supports auf hohem Niveau. So, ab dann ging es ja dann plopp 100 Punkte runter. Das macht der DAU, rennt hoch. So, und dann halt hier auch das gleiche Prinzip. War vorher Support mit Widerstand. Hat auch funktioniert und hat hier nochmal entsprechend runtergedrückt, nochmal irgendwie 40 Punkte. Ja, das war einfach gestern der letzte Widerstand, der dann aber gekauft wurde. So, und dann ist aber auch nicht rückgetestet worden und das ist jetzt hier passiert. Ist einfach nur nochmal von der anderen Seite. Mehr war das nicht. Entschuldigung. Ja, vielleicht hört man es oder vielleicht, ich bin so ein bisschen erkältet. Muss ein bisschen aufpassen, dass mir die Stimme nicht gleich ganz flöten geht.
Wobei das aber eigentlich nicht passiert, sondern ich bin dann immer irgendwann nur heiserer. Ne? Also das war das. Die hat einfach von zwei Richtungen funktioniert. Gestern einmal als Short, hier in dem Bereich, was war da für eine hübsche Banane, in dem Bereich hier als Short, ne? Weil es halt der letzte Support war, plapp, so, dann gekauft und heute jetzt eben halt nochmal als Support. So. Mir war das gar nicht. Und könnte auch irgendwo der Future-Schluss gewesen sein. Ne? Habe ich jetzt hier gar nicht eingeblendet. Ich jetzt gar nicht irgendwie. Kann mal gucken. Ja, ne? Das dann halt auch. Das heißt, da hat auch der Future geschlossen, also beziehungsweise eröffnet. Also das kam dann hier jetzt noch dann halt netterweise dazu. Habe ich gar nicht gesehen. Aber passt ja. Gut. Okay. Ganz kurz, genau, zum Thema Nachhandeln. Ich weiß ja, dass in der Facebook-Gruppe, und es gibt tatsächlich Leute, die kennen die Gruppe immer noch nicht, das ist der Traders Club von Stereotrader in Facebook. So, dort stelle ich ja jeden Tag meinen Ausblick ja halt ein. Und das heißt also so, was die Märkte halt machen könnten, oder wenn ich mir sicher bin, dann sage ich das auch dann so. Und ansonsten halt auch eher dann halt irgendwie die Levels, wie ich sie halt handle. Und so, das ist halt die Gruppe, also generell, wer fragt, wo wurde der Trade gemacht, ne? Also hier, wie gesagt, der DAU liegt jetzt tatsächlich hier irgendwie, ich weiß es gar nicht genau aus dem Stegreif, aber an die 300 Punkte immer noch vorne, nicht ganz 290 Punkte. Ja gut, mit den 30 kommen wir jetzt dazu, also 320 Punkte liegt er jetzt in Summe vorne. Wenn ich jetzt hier die 30 nochmal mitrechne. So, da hat gestern ja fast keiner sich getraut mitzugehen in dem Trade. Finde ich ja erstmal okay. Ne? Das Problem ist aber, was ich dann halt zum Beispiel immer sehe, dann irgendwie, ich poste dann halt dann irgendwie so, hier gab dann halt 300 Punkte oder letztens 160 dann im DAX irgendwie diese Woche. Und dann neigen natürlich die Anfänger auch mal dazu zu sagen, ey, guck mal, der Hilger, der macht einen Trade, oh, der hat gestern irgendwie 300 Punkte gemacht, ich gehe jetzt auch mal mit. Und das finde ich halt, das geht gar nicht, ne? Das geht echt gar nicht. Weil wenn ich jetzt mal fragen würde hier in die Runde, so, was habe ich nicht in Trades Only gepostet? Den Long, natürlich ist der drin. Und allen Details, liebe Natalia, musst du mal gucken, da steht jeder einzelne Schritt ganz genau drin, hier von dem Daulong, jeder einzelne. Und natürlich, wie immer, alles auch rechtzeitig. So, aber wenn ich jetzt mal frage, wie viele Punkte habe ich diese Woche gemacht? So, angefangen am Montag im Webinar, Quatsch, am Dienstag hier mit FX Flat im ersten Live-Trading-Webinar plus die geposteten Trades. Wie viele sind es? Wer weiß das? Ich frage das jetzt nicht, um jetzt hier eine Zahl rauszuhauen und hier irgendwie anzugeben, sondern aus einem ganz anderen Grund. Es sind nämlich. Ich kann's ja, ich habe es vorhin ausgerechnet, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch auf die Schnelle zusammen. Mit diesen 30 Punkten sind es 478 Punkte. 478. So, in 4 Tagen. Das ist natürlich erstmal viel, so, aber die Zahl ist aber aus einem ganz anderen Grund wichtig. Weil, wenn jemand nachhandelt, egal ob ich das jetzt bin oder halt ob das der Thorsten Helbig ist oder der Heiko Behrendt oder der Orkan oder wer auch immer hier in der ganzen Runde, kann auch jemand außerhalb sein, kann auch ein Signaldienst sein. Man muss diese Zahl einfach kennen, aus einem einfachen Grund, weil wenn ich sie kenne, dann kenne ich auch alle Trades. Und wenn ich jemand nachhandle, und dann muss ich alle Trades nachhandeln, weil ansonsten kann es mir passieren. Ich meine, ich hau ja auch mal daneben, ne? Ansonsten kann es nämlich einfach passieren, dass ich genauso so ein Ding habe wie zum Beispiel gestern. So irgendwie, boah, ey, 318 Punkte. Und dann gucke ich da rein, oh, der macht einen Trade, ey, den mache ich jetzt auch mal. Und da geht der daneben mit 50. Ja. Und dann habe ich halt ein Problem, ne? Dann kann ich halt sagen, boah, der hat ihn gepostet, weiß nicht, irgendwie doch nicht so gut. Doch, natürlich ist es gut. Aber man muss eben alle machen. Ich kann ja nicht nur Gewinner posten. Und wenn man sich halt, das sage ich immer wieder, egal welche
Strategie das ja halt ist, die man da halt irgendwo handelt, spielt gar keine Rolle. Es geht auch nicht darum, dass ich das bin oder es kann auch jede andere Strategie sein. Völlig egal. Aber ich muss dann eine Strategie auch entsprechend konstant handeln. Egal, ob es jetzt eine Person ist, ob das mein Ansatz ist, ob das hier entsprechend Markttechnik vom Olli Naschar ist oder Scalping vom Heiko oder wie gesagt, das spielt keine Rolle, aber ich muss es dann eben auch konstant machen. Nur dann kann ich auch letzten Endes beurteilen, A, ob die Strategie Sinn macht und B, nur dann habe ich, wenn ich weiß, dass die Strategie Sinn macht, auch eine gewisse Sicherheit für meine Trades. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, also bei dem Nachhandeln zum Beispiel, ne? Und deswegen habe ich auch vorhin auch gesagt, so, das geht eigentlich gar nicht, ne? Dass man dann einen mal irgendwie macht, weil wenn, dann sollte man sie wirklich alle machen. Entweder alle oder keinen, ne? Oder halt sich eben angucken, wie macht er das? Also, wie gesagt, hat mit mir persönlich jetzt gar nichts zu tun, aber derjenige, welche, der die Trades macht oder die Strategie von, die dahinter steckt, hinter den Trades, wie ist das Ganze aufgebaut? Und ich eigne mir es selber an und dann mache ich halt darauf basierend irgendwie mein eigenes, als Beispiel zeitliches Regelwerk und handle das aber auch dann konstant. Ja. Deswegen wollte ich das halt mal erwähnt haben, ne? Ich meine, es freut mich natürlich wirklich total, das weiß ja auch jeder, wenn ich Trades mache und andere mitgehen und die aufgehen. Ich bin aber auf der anderen Seite auch immer erleichtert, weil ich halt weiß, da ist auch der eine oder andere dabei, der dann vielleicht mal kurz mitgesprungen ist, ne? Und ich weiß es ja halt. Also von daher, ja, das wollte ich halt mal eben dazu gesagt haben. Aber ich denke mal, das kann man nachvollziehen. Oder hat da jemand Einwände? Da bitte einfach reinhauen hier in die Fragerunde. So, Nelson, hast du noch was? Ich habe keine Einwände. Hast du noch was anderes? Ich, nee. Hast du gut gemacht. Aber das glaubst du mir ja eh nicht. Hast du nicht Besuch heute bei euch? War da nicht was? Nee, heute war nichts. Ich habe immer Besuch hier. Ach so, okay. Ja, ich dachte, ich hätte da was verpasst, aber okay. Ja, gut. Also, die Stunde ist auch jetzt um. Und von daher, ich glaube, irgendwie zum Markt ist ja auch erstmal alles gesagt. Da kann ich jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel ergänzen. War wieder viel los. Die ersten sind leider schon weg, sehe ich gerade. Da haben einige nichts durchgehalten. Aber gut, ist ja okay. Es war ja auch vom Trading war es ja halt, ich sag mal, zeitliche Fokus lag ja wirklich eher vorhin auf dem kurzen Rutscher da nach unten und dem Long und ja, passt ja. So, das heißt eigentlich von meiner Seite, Dankeschön. Eigentlich sind wir hier fertig. Und ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ne? Also, was ich da noch sagen sollte. Mal gucken, kommt hier noch Ja, was? wenn du so fragst, dann werden natürlich viele schreiben, oh, mach doch jetzt auch noch die US-Eröffnung. Nö, will ich nicht. Nein, das dauert dann einfach zu lange. Ne? Ich meine, das Ding ist ja auch bei der US-Eröffnung, ich weiß ja nicht, geht es halt irgendwie direkt um 16:30 dann halt schon los? Oder halt um 15:30 oder eiern die halt eine Stunde rum und hauen dann um 16:15 dann halt irgendwie die Position durch die Gegend. Die sind ja dann manchmal etwas speziell, die Amis. Ne? Und gerade freitags ist auch ganz oft so, dass dann irgendwie. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die nachher einfach erstmal runterkommen, ja, und dann unten stehen bleiben. Bis heute Abend um 9 Uhr und dann zieht das Ganze wieder nach oben. Haben wir auch schon x-mal gesehen. Von daher, das macht keinen Sinn. Ist noch eine Frage auch an mich gerichtet. Vielleicht sage Was ich mal denn? ganz kurz was dazu. Und zwar natürlich das Thema zum neuen Gesetz bezüglich der Ach, Steuer ja. etc. Ne? Heute ist ja schon wieder ein neues Update, dass das doch nicht mehr unterjährig doch möglich ist, das Ganze dann anzurechnen und so weiter und so fort. Also, wir dürfen ja grundsätzlich keine Empfehlung abgeben. Und schon gar nicht im Thema Steuern. Aber eine Empfehlung habe ich doch. Erstmal ein bisschen die Füße still zu halten. Und das meine ich gar nicht böse. Weil auch wir müssen erstmal schauen, was letztendlich wirklich final ist.
wie dieses Gesetz dann auch eindeutig zu verstehen ist. Und dann wird es entsprechend auch aus vielen Stellen auch entsprechend noch einen Kommentar dazu geben, auch von uns. Und dann wissen auch die Steuerberater auch hundertprozentig Bescheid, wie mit dem Ganzen jetzt ja, umzugehen ist. Also da noch ein bisschen geduldig sein. Wir haben ja noch sehr viel Zeit bis 2021 und da ist noch viel möglich, was jetzt noch kommen kann und passieren kann. Genau, sehe ich auch so. Also von daher, ne, man sieht ja auch irgendwie, dass halt irgendwie, ja, heute so, morgen so, also die sollen sich mal einig werden. Und zum Schluss ist dann wahrscheinlich doch wieder alles ganz anders. Also von daher. Nein, ich verstehe grundsätzlich, dass man auch den Broker mal fragt, Ja, was klar. jetzt Sache ist. Aber tatsächlich, wir haben da nicht mehr Informationen irgendwie als andere. Und von daher gibt es da nicht mehr zu sagen, als Sie wahrscheinlich sowieso schon wissen. Die Elisabeth fragt, wie sie an den Stereo-Trader kommt. Ganz einfach. Konto bei FX Flat eröffnen. Dann kriegt man von dort sowieso einen Anruf und dann sagt man, ich hätte gerne den Stereo-Trader. Oder kann man das auf der Homepage auch bei euch anklicken? Ja, ne? Dass man den gerne hätte. Ja, kann man. Ja. Gut. Also Konto eröffnen, angeben, ich will den Stereo-Trader. Und der Rest kommt dann von selbst. Genau, nicht angeben, ich Gut. will den Dirk Helger, aber. Was? Was? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Das war eine Frechheit, oder? Gut so, es gibt auch keine Aufzeichnung ab dem Moment. So, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Teilnehmern fürs Dabeisein. Das freut mich wirklich jedes Mal, und freue mich auch, dass die Teilnehmerzahl im neuen Jahr auch super be begonnen hat, auch sehr hoch wie im Jahr davor. Und wir wollen natürlich noch mehr werden, also gerne weiterempfehlen, wenn Ihnen das Webinar gefallen hat. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Aber wenn Sie heute noch handeln, natürlich viel Erfolg. Wie immer passen Sie auf die Positionen auf. Und ich würde ja gerne sagen, Dirk, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber Glaube ich. ich Ja. lasse es einfach. Und wenn ich sage, du hast das Schlusswort, dann sagst du Tschüss. Du hast das Von letzte Wort. daher, von daher sage ich einfach mal Tschüss. Und wenn du noch was zu sagen hast, dann sehr gerne. Also, vielen Dank. Nee, von meiner Seite auch. Danke. Ne? Schön, dass ihr alle da wart. Natürlich auch an den Nelson, dass er dabei gewesen ist, also beziehungsweise das Oh, Veranstalter. ohne Hier rot im, zu werden. mit der. Und von FX Flat. Nein, und natürlich halt hier für die zahlreiche Teilnahme. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ist ja auf jeden Fall schon wieder nicht mehr lange hin. Ja, nächste Und Woche gibt es ja wieder ein Stereo Trader Webinar mit Heiko. Ich weiß, ah. bist du dabei? Vielleicht, ne? Bestimmt, ja. Wenn Ja, Heiko mich prima. lässt, komme ich mal kurz dazu, werde mich dann aber bedeckt im Hintergrund halten. Also gerne auf der Webseite anmelden. Da ist wieder der Stereo Trader im Einsatz. Genau. So, das heißt, ich freue mich einfach auf das nächste Mal. Wir sind ja dieses Jahr etwas stärker frequentiert als auch noch im letzten Jahr. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Macht nichts kaputt und handelt euch jetzt keine Position ein, mit der ihr bis heute Abend um irgendwie 11 Uhr da sitzen müsst, ne? Also immer Vorsicht am Freitag. Also, das heißt, bis zum nächsten Mal. Danke, adios und auf Wiedersehen.